In dem heutigen Video zeige ich dir 7 Fortnite-Hacker, die von Streamern beim Hacken erwischt wurden. Daher bleibe jetzt unbedingt dran und nun viel Spaß mit diesem Video. Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich begrüße euch zu einem weiteren Fortnite Season 8 Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich dir 7 Fortnite-Hacker, die von Streamern beim Hacken erwischt wurden. Daher solltest du jetzt unbedingt dranbleiben, um diese Hacker auf gar keinen Fall zu verpassen. Und bevor wir jetzt mit den 7 Hackern starten, gibt es erstmal ganz kurz den Gewinner von meinem gestrigen Gewinnspiel. Und zwar habe ich nämlich bei meinem gestrigen Video 10 Euro wieder an meine Community verlost und das Gewinnspiel hat der B2TheG gewonnen. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an dich. Und weil euer Support momentan einfach nur so extrem krass ist, dachte ich mir, bei 1500 Likes gibt es wieder ein 10 Euro Gewinnspiel im nächsten Video. Daher lasst jetzt unbedingt ein Like da, damit wir die 1500 Likes schaffen und teile das Video auch gerne mit deinen Freunden. Im nächsten Video werde ich dann wieder 10 Euro an euch verlosen, deshalb supportet die Gewinnspiele doch auch gerne mit meinem Creator-Code bei ReapersYT. Wäre richtig cool, einfach in den Fortnite-Gegenstandsshop eintragen und schon unterstützt du diese Gewinnspiele. Dann gibt es immer mehr Gewinnspiele hier auf diesem Kanal, ist doch eine coole Sache. Vergiss jetzt auch auf jeden Fall nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren, ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen. Schreibe jetzt auch gerne mal Hashtag Hacker in die Kommentare, falls du schon mal einen Hacker in Fortnite getroffen hast. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Dazu lese ich am Ende dieses Videos wieder 3 frische Kommentare von dem letzten Video vor und das werde ich auch im nächsten Video machen. Also wenn du jetzt einen Kommentar schreibst, hast du die Möglichkeit, in meinem nächsten Video eingeblendet zu werden. Nun starten wir auch schon mit dem allerersten Hacker, der von einem Fortnite-Streamer erwischt wurde. Und zwar habe ich auf der 1 einen Hacker mit Aimbot. Dieser Hacker nennt sich PatchLemonLol und dieser hat einfach mal Aimbot. Ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, was Aimbot ist. Aimbot ist dazu da, dass eben einfach quasi Auto-Aim hergestellt wird und der Charakter automatisch auf irgendwelche Gegner zielt und man letzten Endes dann einfach nur noch schießen muss. Also mega OP und ein richtig, richtig krasser Hack. Und die Streamerin AvaGG von Twitch hat das Ganze mitbekommen und wurde halt eben von ihm getötet und hat das Ganze dann auch live aufgenommen, wie er da wirklich den Aimbot benutzt und die anderen tötet. Daher würde ich sagen, einfach mal jetzt an der Stelle Clip ab, schaut euch das alles, ist wirklich einfach nur richtig lustig. It doesn't swap, so I don't press it hard enough or something. Where am I getting shot from? Oh, this guy's hacking. Someone clip that. So his shots even go through walls and stuff. How does that work? What's the point of this? And he gets headshots like every time with a pistol. This man paid for this hack. I don't know how people have fun doing this. This man paid money to be able to do this in a Fortnite game. Oh my god, he's just so good! How is he still missing? Literal hacks on and you're still, it's taking you so long. The best part about this is they do this, but I don't know if they realize that Epic literally is going after people who do this and suing them. And they're getting sued for it. He's just god tier. Chance, like, I just... Konnte man den Aimbot auf jeden Fall ganz gut erkennen, denke ich. Und macht das bitte nicht nach. Wie gesagt, es ist Hacken und dafür kann man gebannt werden. Deshalb unterlasst es einfach. Spielt ganz normal, denn ich denke auch, dass diese Person mittlerweile schon gebannt wurde. Und vor allem, wenn man eben Skins hat, ist das Ganze wirklich extrem ärgerlich. In meinen Augen hat Epic Games aber eigentlich ein ganz gutes Anti-Cheat-System in Fortnite. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber mir ist bisher eigentlich recht selten ein Hacker aufgefallen. Auf der Nummer 2 habe ich einen Hacker
Hacker mit Aimbot und einer Minigun. Also der hat einfach mal eine Minigun und hat damit Aimbot. Bedeutet, diese Minigun zielt automatisch, er muss nur noch schießen. Und das ist wirklich einfach nur krank, weil das mega heftig aussieht und lustig. Das Ganze ist im Livestream von einem Marksman passiert. Er hat das Ganze live miterlebt und wurde halt auch eben durch diesen Hacker getötet mit der Minigun. Es sieht auf jeden Fall richtig krass aus, deswegen würde ich sagen, blende ich euch hier auch den Clip dazu ein. Oh, that's the cheater! That's the cheater! Ah! Found him. That was my bad. I shouldn't have moved around. Jesus Christ! Everybody shoot this guy! Oh my god! What a talented player! The guy with the minigun, Recruit 280? Oh god, dude. We gotta focus him somehow, but... there's no way we're gonna be able to coordinate against this guy. Yeah, there's a hacker with a minigun in the game. He's focusing me now. Yeah. Sucks. Because he shouldn't be hitting these shots the way he is. But he's clearly like removed Bloom off the minigun. Like, if there's something that's gonna be server side, like Bloom should probably be server side. I mean, we're all getting screwed by it anyways. Bei der 3 haben wir mal keinen Hacker mit Aimbot, sondern einfach mal mit Flyhacks. Ja, was sind Flyhacks? Wieder ganz kurze Erklärung, und zwar, man kann einfach fliegen, obwohl es ja an sich eigentlich nicht möglich ist. In Fortnite kann man ja normalerweise nicht fliegen, außer halt mit einem Flugzeug, was es ja auch nicht mehr gibt, sondern die Person jetzt in dem Clip kann wirklich richtig fliegen. Ich weiß nicht, Doppel-Leertaste, so wie im Creative halt einfach, und kann da rumfliegen und alles abballern, was er vor die Flinte bekommt. Sieht auch mega krass aus und sollte man auf gar keinen Fall nachmachen. Das Ganze ist im Livestream bei 72 Hours passiert. Der hat gestreamt, das ist ein amerikanischer Streamer, und da war halt dann eben dieser Flyhacker. Daher würde ich sagen, auch zu dem Flyhacker gibt es jetzt den Clip. Viel Spaß. What? What the? You know, Epic, a lot of people would tell you that they're angry about this, that they're upset, that they can't believe this is happening. But not me. I love Fortnite, and if there's another free event and you don't invite me, I'm gonna be very, very upset. Auf der Nummer 4 habe ich wieder einen Hacker mit Aimbot, der bei Ninja im Livestream für Unruhe gesorgt hat. Der Hacker stand vor den, hat nicht gebaut oder so und hat den einfach nur unnormal krasse Hits verteilt. Also da war auf jeden Fall ganz klar der Aimbot zu sehen. Und bei diesem Clip ist auf jeden Fall auch was Besonderes passiert. Hinzu ist auch eigentlich einer der bekanntesten Hacker-Clips, die es überhaupt gibt. Daher würde ich sagen, jetzt viel Spaß mit dem Clip. Trevor's down. He just got crit like 8 times in a row. He's hacking. He's hacking. He's hacking. Take him serious. He's hacking. Tim, Tim, we gotta shoot him. Oh, whoa, dude. Bro. He's actually cheating. He can't build. He can't build, man. No, don't go. Ah! He beat the hacker! Is there a way to look at what his actual POV looks like? No. Dude, he locks from you to me and just headshots me on the right. Oh my god. Auf der Nummer 5 habe ich wieder einen Hacker mit Aimbot, der beim Livestream von Face Cloak, also einem Face Clan-Mitglied, für Unruhe gesorgt hat. Dieser Hacker in dem Clip hat auch wieder eine Minigun benutzt und hat wirklich alles getroffen. Das sieht so lustig aus. Also auch an der Stelle jetzt viel Spaß mit dem Clip.
Auf der Nummer 6 ist es auch wieder ein Aimbot-Hacker. Heute sind viele Aimbot-Hacker am Start, merke ich gerade. Und zwar bei dem Streamer NickR30, auch einer der bekanntesten Fortnite-Streamer, da er halt auch extrem gut ist und der ist eben auch auf einen Aimbot-Hacker gestoßen. War auf jeden Fall auch ganz lustig und hier auch der Clip von Nick. What? Great, now we're playing with the hackers. Auf der Nummer 7 zuletzt habe ich auch wieder einen Aimbot-Hacker bei CourageJD, einem Optik-Clan-Mitglied. Der ist auch auf einen Hacker im Livestream gestoßen. Auch richtig lustig, weil die beiden den halt auch getötet haben. Und wie sie ihn getötet haben, das siehst du jetzt in diesem Clip. Viel Spaß! Dad, we did it! We beat the hacker! We literally beat the hacker! Oh my god! Let's go, Jack! I hack for fun. XDR literally gets destroyed. Legit, he builds like a bot. Oh my god, I feel so bad. He wants to be good so bad. Das waren 7 Fortnite-Hacker, die live von Streamern beim Hacken erwischt wurden. In meinen Augen waren das sehr amüsante Clips, war richtig cool mal zu sehen, wie denn die Leute eigentlich hacken. Vergesst auf jeden Fall nicht, das Ganze auf gar keinen Fall nachzumachen, das sollte man wirklich nicht machen. Dadurch ist die Gefahr natürlich einfach viel zu hoch, dass man gebannt wird und man macht das ganze Spiel auch kaputt. Daher unterlasst es auf jeden Fall und bei 1500 Likes gibt es dann im nächsten Video das 10-Euro-Gewinnspiel. Also vergiss jetzt nicht ein Like dazulassen. Auf diesem Video wäre eine richtig coole Aktion von dir, denn dann würden sich auch alle anderen, denke ich, freuen, eben wegen dem 10-Euro-Gewinnspiel. Falls du meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert hast, kannst du den Kanal natürlich auch gerne kostenlos abonnieren. Damit machst du auf jeden Fall nichts verkehrt und wenn du die Gewinnspiele weiterhin unterstützen möchtest, trage doch einfach meinen Creator-Code bei ReapersYT in deinen Fortnite-Gegenstand-Shop ein. Jetzt gibt es nochmal 3 Kommentare von dem letzten Video und zwar ist das erste Kommentar von Beste Musik. Kannst du mich bitte im nächsten Video grüßen? Wäre echt cool von dir. Das zweite Kommentar ist von Demian Chelsea. Du bist mein Lieblings-YouTuber, wäre cool, wenn du mich grüßen würdest. Das dritte und letzte Kommentar für heute ist von Mashtag. Danke für deine geilen Videos, die du immer machst. Mach weiter so. Vielen Dank für eure 3 freshen Kommentare. Im nächsten Video gibt es wieder die nächsten 3 Kommentare. Nun soll es auch schon von mir heute gewesen sein. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Ich bin für heute raus, dein Reapers. GBO, ciao, ciao. We'll be right back.